Wenn ihr sonst immer Pommes aus normalen Kartoffeln esst oder ihr auch schon mal auf Süßkartoffeln Pommes steht und die gegessen habt und sagt, ja, das ist mal eine andere Alternative als herkömmliche stinknormale Kartoffeln, dann solltet ihr unbedingt mal Sellerie-Pommes probieren. Denn die Dinger, alter Schwede, mit meiner Rezept und mit meiner Soßenmischung, die sind nicht nur der Hammer, weil die sind so lecker, unfassbar, unfassbar. Pommes aus normalen Kartoffeln, die kennt jedes Kind. Genauso sieht es aus wahrscheinlich mit Pommes aus Süßkartoffeln, die kennt auch jedes Kind. Wir machen heute aber mal eine Low-Carb-Gesund-Pommes-Variante. Und zwar von etwas, was die wenigsten wahrscheinlich sowieso auf dem Schirm haben werden. Und zwar aus Sellerie. Hört sich erstmal komisch an, ist aber so. Können wir nichts dran ändern. Es gibt zwei Arten. Einmal irgendwie die Sellerie-Knolle und das Grünzeug. Also wenn ihr Sellerie kauft, dann hier so ein Oschi kaufen und nicht das andere Zeug. Ganz einfach. Also wir haben jetzt im Prinzip, haben wir hier eine große Kartoffel. Und die müssen wir uns jetzt erst einmal nur passend schneiden. Das heißt, wir können die einmal abwaschen und einmal putzen. Das kann man auch sich auch sparen, weil wir das Ganze jetzt sowieso runterschneiden wollen. Und zwar einfach mal das Ganze schälen komplett. Ja, wenn wir diese Knolle dann schon mal so grob geschält haben, dann können wir die auch ein bisschen kleiner machen, bevor ich jetzt gleich mit Wellenschnitt wieder arbeite. Beschreibung, guck so oder schau so andere Videos, da erkläre ich das alles noch genau, warum, wieso, weshalb. Ich überlege gerade jetzt, ob ich das auch schon hier schon mitschneiden kann, weil das Messer ja eigentlich nicht kleiner ist. Oh, es funktioniert. So, aber hier funktioniert es jetzt nicht. Ich muss das irgendwie erstmal in passende handliche Scheiben schneiden. Ich mache das Ganze jetzt so einen Zentimeter circa, würde ich sagen. Erstmal, bevor ich es gleich mit Wellenschnitt verarbeite. Wie gesagt, es gibt ja so ein paar Wellenschnittmesser, die sind ein bisschen größer, da geht es wahrscheinlich dann einfacher mit, aber diese Größe ist erstmal so favorisierend. So ein Schnieker Zentimeter, der sollte funktionieren. Könnt ihr natürlich in eure Größe eurer Wahl machen, aber so ein Zentimeter ist immer ganz gut. Da macht man eigentlich schon fast nichts mehr verkehrt. Sehen sie nicht schick aus. Noch so schön. Wenn die ganze Sellerieknolle dann komplett geschnitten ist, dann sieht das fast aus wie die Pommes, die wir letztens im Backofen gemacht haben. Dann können wir das Ganze in eine Schüssel geben. So. Und entgegen der Backofen-Pommes öle ich das Ganze, nicht ölen, das habe ich ja beim Backofen-Pommes ja auch gemacht, werde ich die heute auch vorher noch würzen. Wie gesagt, das ist einfach nur, je nachdem wie man es mag, kann man das vorher oder hinterher machen. Also einmal da rein. Dann habe ich ja noch von meiner Pommes 2.0 Rezeptsoße, habe ich ja noch mein Knoblauchöl. Das kann man dann auch da schön für verwenden. Das schaut mal in die Videobeschreibung. Wer das Pommes 2.0 Rezept verpasst hat, der hat eh sowieso alles verpasst. So, einmal kräftig ölen und dann einmal durchschwenken. Das ist eine richtig schöne Ölschicht. Sellerie und Knoblauchöl. Wahnsinn. Einmal übergucken, ist überall Öl dran. Sonst kann man noch mal ein bisschen Öl nachtanken. Wir wollen ja heute mal wieder ohne Fritteuse, und das soll ja eine halbwegs gesunde Pommes werden. Das dürfte reichen. Und dann kommt zu guter Letzt jetzt Pommesman-Salz drauf. Das Rezept findet ihr auch bei mir auf dem Kanal oder in der Videobeschreibung. Und da in dem Pommesman-Salz ja auch Kurkuma drin ist, was denn? Dort, dann kriegt man die Sellerie-Pommes sogar ein wenig gelb hin, dann sehen sie schon fast aus wie originale Pommes. So, das hätten wir erledigt. Dann nehmen wir uns, wie bei den Backofen-Pommes, ein Backblech, Backpapier und drauf damit. Schüssel noch nicht spülen, brauchen wir noch später, eventuell. Und dann einmal
schön verteilen. Wie gesagt, in dem Pommes- und Backofen-Video hatten einige gesagt, man kann das auch auf dem Gitter machen. Habe ich aber jetzt gerade nicht. Dann spart man sich das Wenden der Pommes. Klingt ja auch logisch. Also, wenn ihr kein Gitter habt, dann könnt ihr das Ganze mal auf dem Backblech machen. Wenn ihr Gitter habt, dann könnt ihr euch gleich nach 10, 15 Minuten im Backofen das Wenden ersparen. So, einmal so, dass sie sich möglichst wenig berühren, verteilen. Und dann jetzt ab damit in den Backofen. Während die Sellerie-Pommes jetzt schön im Backofen bei ca. 200 Grad Umluft, so 20 bis 30 Minuten, je nachdem, Stichwort wie immer, goldbraun werden, können wir uns ja um den Dip kümmern. Und ich habe mir gedacht, wir machen zu den Sellerie-Pommes, machen wir mal ein ganz klassisches griechisches Tzatziki. Also, wir nehmen uns eine Gurke, schneiden uns davon ein passendes Stück ab. Das reiben wir dann, wie gesagt, mit Schale oder ohne Schale, das muss jeder selber wissen, reiben wir uns mal ein wenig hier rein. Die Menge hier, die reicht schon vollkommen aus, aber ihr seht, das ist hier mega flüssig. Deswegen mache ich das meistens immer so, dass ich das einmal in die Hand nehme. Ja, einmal alles in die Hand und einmal kräftig auswringen, weil das Tzatziki sonst zu flüssig wird. Alternativ kann man auch entkernen und das Innere rausholen. Hat alles denselben Effekt. Wie gesagt, kann man machen, wie man möchte. Sieht fast auch so wie Kiwi-Fleisch. Also einmal richtig kräftig drücken, damit wir möglichst viel Flüssigkeit rausbekommen. Die einmal wegkippen. So, da haben wir jetzt unser Gewusel. Dann nehmen wir ganz einfach griechischen Joghurt für griechisches Tzatziki. Einfach mal nach eigenem Ermessen. 1, 2, 3, 4 Löffel davon rein. Das an die Seite erstmal eben, denn da wir sowieso auch Knoblauchöl heute nehmen, können wir auch heute noch, wenn schon stinken, dann richtig, machen wir in unser Tzatziki natürlich Knoblauch rein. Können wir das schon mal einmal kräftig verrühren. Und als Finish Salz und Pfeffer. Ja, so rein optisch gesehen, kann man ja nicht meckern. Sehen wir erstmal. Sehen hier erstmal auch so wie Pommes aus. Aber ich würde sagen, wir füllen uns mal eine Portion ab. Ich habe ja hier noch so schnieke Pommes-Tüten, die wir auf dem Imbisswagen auch immer haben. Ja. 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 Sehen die aus. Und jetzt noch ein Klecks von unserer Tzatziki. Von dem Tzatziki drauf. Dann würde ich sagen, probieren wir doch mal, wie sie denn schmecken. Also die Konsistenz würde ich jetzt mal beschreiben, ein wenig labbriger wie herkömmliche Kartoffeln. Süßkartoffel, so von der Konsistenz her. Ich müsste mal auswählen, ich habe die jetzt vorher nicht blanchiert, so wie beim Pommes 2.0, nee, beim Pommes 3.0 Rezept war das. Wir wollen mal rein. Alter. Ich probiere jetzt erstmal einen ohne, so ganz nackig. Also, wie gesagt, ein bisschen labbrig sind sie, aber. Interessant. Interessant lecker. Krass. So, und jetzt mal einen mit richtig viel Tzatziki. Boah. Krass. Sellerie-Geschmack. Kommt so ein bisschen minimal durch. Aber stört gar nicht. Aber
Krass. Schmecken mir sogar besser als Süßkartoffeln. Pommes. Hammer. Ultra. Mit dem Tzatziki, mit dem Knoblauchöl und mit dem Pommes-Mansalz. Mega geile Kombination. Und Low Carb. Ich glaube, ich nehme jetzt mal ab. Ja, das war es dann schon wieder mit meinem kleinen oder feinen Pommes-Video. Probiert die Dinger unbedingt mal aus. Wie gesagt, ihr werdet euch wundern, wie geil Pommes aus Nicht-Kartoffeln werden können. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn, lecker. Wir können ja. Geil, sehen wir uns wieder. Boah, die sind. Oh, Alter, ey. Wenn wir verboten werden, ey. Boah.